Und Bodenwelle. Ein Helikopter. Schab, schab, schab. Hubschrauber. Genau. Bärkrab. Ja, mein Kleiner, wie heißt du denn? Bärbär. Ach, schön. Naja, ja. Da kommt schon wieder eine Blitzerandrohung. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ach komm. Ja, gib mal Gas, ist keiner da. Ach ja. Rechts hinten auf dem Feld sieht aus wie ein Wasserturm, ne? Aber höher, ja. Aber höher als die Pferde, Pferde, genau, höher als die Bäume. Höher als die Bäume ist doch ein bisschen, weiß nicht. Ja, das ist, glaube ich, irgendwas anderes, glaube ich. Das sind, glaube ich, eine Wetterstation oder so ein Kram. Achso. Weiß ich aber nicht genau. Eine Vermutung. Also für Wasserturm wäre es halt eben zu klein, die Beule, oder? Ja, und wie gesagt, eigentlich viel zu hoch, ne? Der ganze Bums. Ja, das außerdem, ja. Deswegen, also, es, ja. Ich würde vermuten, so eine Art Wetterstation oder so. Messinstrumente, die oben drin sind. Also, irgendwas war's. Ja, irgendwas. Eine Kugel auf dem Stiel, so. Genau. Kurz und knapp. Genau. Da stand einer auf der Brücke, wollte sich da ja, runterstoßen. LKW-Spotting. Ja, genau. Ach ja. Ich sag's dir und es wird nicht besser. Nö. So, jetzt bist du dann. Erzähl dir mal einen Schwank aus deiner. Hier rechts, Polizei. Anständig benehmen. Geradeaus gucken. Hände vom Handy. Das sowieso. Genau, Manuel. Jetzt erzähl dir mal einen Schwank aus deiner Jugend. Hm. Ach, doch so interessant. Jo. So interessant ist das nicht. Hast du, bevor du gelehrt hast, Informatik studiert, oder? Nein. Nein. Ganz normal, 3 Jahre. Motor-Fehlfunktionen. Haha. Ein Motor ist aus. Haha, gib Gas, geht gleich wieder an. Ah, scheiß Kabel hier. Umgehende Werkstatt aussuchen. Liegt irgendwo einer auf dem Weg? Ja. Aber erstmal müssen wir eine Polizeikontrolle. Auch noch. Ja, ich werde gewogen.
Ja, ich auch. So hätte ich ran sein müssen. Das ist eine Zollstation, hier wird nicht gewogen. Manuel, wir sind hier in ETS, nicht in ATS. So, egal. Ah, so, Papiere, Prüfung. Bitte warten. Please hold the line. Alles in Ordnung. Manuel, zahlst du Strafe? Eigentlich nicht. Hast du eine Ahnung? Alles in Ordnung. Ah. Gute Weiterfahrt. Also wie gesagt, eine Werkstatt wäre super. Ja. Dann halte ich mal kurz rechts an und gucke mal, ob ich eine finde und mach mal einen Wegpunkt hin. Genau. Ich habe hier gerade so ein bisschen vorher nämlich die Leitplanke und so weiter mitgenommen, glaube ich. Sieht aber eher so semi-optimal aus. Was denn? Mit einer Werkstatt. Hier haben wir zwei Fragezeichen. Da wird bestimmt irgendwas dabei sein. Zack. Ja, irgendein Ort ansteuern. Da wird schon eine Werkstatt sein. Zack. Ja, ich hab jetzt zwei Fragezeichen angesteuert. Im nächsten Ort. Ja, wie gesagt, in irgendeinem Ort wird eine Werkstatt sein, glaube ich. Ja, klar. Ich glaube, die nächsten 1000 Kilometer mit der Motor-Fehlfunktion ist, glaube ich, nicht so lustig. Meinst du, dann schaffen wir es nicht, in den nächsten 50 Minuten anzukommen? Wahrscheinlich nicht, nein. So, wir kommen in Serbien. In Serbien? Hier dürfen wir sogar wieder offiziell 90 fahren. Das heißt, wir können auf 100 gehen. Aber ein paar Kilometer sind es noch in der nächsten Stadt, ne? Ja, ja. Ja, ich sag's nur. Tup. Ja, schon wieder. Na klar. Na Manuel, zu weit gefahren, musst du zurücksetzen. Muss ich das? Wahrscheinlich. Oh. Ich hab dich noch an mir vorbeifliegen sehen. Dachte so, na, das wird aber knapp, wenn er auf dem Zeichen denken bleiben will. Oh. Ernsthaft? Ja. Warte mal. Ich mach auf jeden Fall mal. Aha. Die falsche Stelle, da vorne war nur ein Telepass. So, ich mach auf jeden Fall mal mein Headtracking jetzt mal aus. Das nervt mich gerade ein bisschen. So, weiter geht's. Jetzt kann mein Kopf wegen noch mal bewegen, ohne dass ich irgendwo gegenfahre. Ja, das ist. Weißt du, guckst nur irgendwo drauf und keine Ahnung, weißt du? Guckst ein bisschen in der Weltgeschichte umher. Rums. Ui, da ist aber einer fix unterwegs. Der hat's eilig. Essen.
Also schon, ich habe heute Teleport. Was, stille Post? Teleport. Ach so. Manuel, du musst auf dem grünen Ding stehen bleiben, ne? Muss ich? Ja, wäre gut. Du musst halt nochmal rückwärts fahren. Soll er gar nicht hin? Bitte? Soll er gar nicht hin? Wo? Na, da wo ihr lang gefahren seid. Ja, komm einfach hinterher, du wolltest doch zur Werkstatt. Hä? Du wolltest in eine Werkstatt. Oder ach so, nicht? Ach so, was? Was will er denn jetzt in der Werkstatt? Welcher Punkt von euch ist denn da jetzt welcher? Also ich bin jetzt hier unten im Kreisverkehr. Ja, okay, warte, ich dreh da oben mal. Ach, kann ich gar nicht. Nee. Warte. Ah. Belgrad Zentrum. Ah, fahr die nächste runter, kommst du ja trotzdem in die Stadt rein. Nach Belgrad. Ja, können wir lang. Oder nur wie satt. Können wir lang, kommen wir ja nicht rüber. Bin auf so einer Express-Lane hier irgendwie. Okay. Er soll ja wieder. Ich bin auch gerade drin. Ja, ich drehe bei der nächsten Gelegenheit, ich komme wieder zurück. Nein, ich wollte zurückdrehen, du kannst weiterfahren, ich bin doch schon drin in Belgrad. Hier ist auch eine Werkstatt. Ja, wie gesagt, ich muss einmal irgendwie. Einmal Motor reparieren. So, was habe ich denn hier gefunden jetzt? Also ich wäre bei MAN Trucks. Ist aber keine Werkstatt dabei, ist nur der. Also Stefan, du hast eine Werkstatt, ja? Ja. Also gleich fahre ich der Autobahn entgegen. Gleich drehe ich einmal auf der Spur um. Wo hat der mich denn teleportet, ja? Bei mir dauert es auch nicht mehr lange, bin ich wieder auf der Bahn. Muss ich dann hin von der Bahn aus? Hoppala. Oh. Ja, ich hab keine Möglichkeit gefunden, um wieder zurückzufahren. Alles gut. Die Frage ist halt nur, wo seid ihr? Wo muss ich jetzt hinkommen? Also ich bin jetzt hinter der nächsten Mautstation. Ich komme gleich hinterher, Frank. Ja, ich habe hier. Wie gesagt, ich könnte jetzt runterfahren und wieder zurückkommen. Siehst du mich irgendwie auf der Karte? Nee, ne? Wir fahren nach Belgrad. Weil ich habe hier eine Werkstatt. Ach!
Ja, ich sehe aber, glaube ich. Also ich habe ihn gerade im Ding drin. Im Tab drin. Also ich fahre jetzt hier runter nach der Mautstation in dem Ort. Weil ich glaube, zurückzufahren macht es, glaube ich, relativ wenig Sinn. Mhm. Gut, da komme ich wieder auf die Bahn drauf. Hallo Colli. Also Colli habe ich immer wieder in meiner Umlaufbahn. Ich habe vorhin nämlich irgendwo einen Ort gesehen. Ich hoffe, dass da eine Werkstatt ist. Mal gucken. So, nach der nächsten Mautstation sagst du. Ja. Da vorne kommt die Mautstation und dahinter bist du dann runtergefahren, ja? Ja. Bitte auch nur, dass da irgendwo eine Werkstatt in dem Ort ist. Mhm. Wie heißt der Ort? Gott, kann ich nicht lesen, kann kein Serbisch. Warum nicht? Was kannst du überhaupt? Du darfst ja nur F7 drücken brauchen. F7? Ja, dann wirst du zu eine. Dann wirst du den Werkstatt hingeschleppt. Ja, das kostet ja. Das kann ja jeder. Reparatur wird schon teuer genug sein. Abschlepper auch noch bezahlen ist doch auch Mist. Cool, gut, Junge, ich knack ja bei 100 Millionen. Nur dann. Also scheint hier auch Baker zu sein, in irgendeiner Weise. Bist du da über eine Brücke gefahren? Ja. Ja. Über den Fluss rüber, ne? Ja. Ja. Und hier Telepass. BAV. Ich muss es in der Werkstatt geben. Gibt es keine Werkstatt? Also wir stehen jetzt auf der Autobahn Batajnica, Beograd. Okay. Hier gibt's keine Werkstatt. Haha. Nur eine Tankstelle. Es gibt eine Werkstatt, die ist so weit aus der Stadt. Da sind doch nur, da ist ja die Sette in der Nähe. Das andere kann ich nicht lesen. Ja. Manuel, schaust du mal bei mir rein? Auf dem Fernseher, wo ungefähr bist du denn? Kann ich gar nicht sagen, weil bei dir steht ein. Warte.
wo er ist, da ist eine Werkstatt, da muss er nur anders nochmal fahren. Da ist eine Werkstatt, wo ich bin? Ja. Wo denn? Ist grün oder was? Ah, ich glaube, ich sehe so. Glaube ich. Da ist eine Werkstatt und da sind auch zwei. Da sind auch zwei gute Fahrzeichen gleich in der Nähe. Na, doof, man, ey, dann wären wir drin gefahren, dann hätten wir auch so fahren können. Wären wir durch die Landstraße fahren? Ach so, wenn ich weiter wegfahre, oder was? Ja, also du bist bestimmt gerade in Belgrad. Ja. So, da ist so eine Art Kreisverkehr nach oben. Und da musst du langfahren, runterfahren und da ist so die Werkstatt. Okay, das ist glaube ich ein Hotel, was ich habe. Okay, wo will ich langfahren? Wo bist du denn? Am Hotel, da am Hotel. Ja, genau da. Genau da war ich gerade, Dennis. Am ja. Hotel ist eine Tankstelle, ne? Ja, genau. Du musst jetzt so auf die E70 rauf. Dann kommt ein Autobahnkreuz, da musst du runter. Und da ist eine Werkstatt. Wir fahren ein Stückchen vor und kommen hier entgegen. Hier ist doch keine Werkstatt auf der E70. Also eine Werkstatt. Vertrau mir. Die sehen wir wahrscheinlich nur nicht. Ja, aber normalerweise siehst du ein Fragezeichen, wenn du irgendwas noch nicht aufgedeckt hast. Weil hier ist auch kein Fragezeichen. Ich fahr jetzt ja hier runter. Warte mal, auf der E70. Weltkarte. Ach, da ist eine, ich sehe eine. Ich habe die eingebucht. Ja, ich war. Ja, ich sehe es. Mhm. Okay. Wo muss ich jetzt hinkommen? In den Nachbarort. Also da, wo ich gerade war. Also, was ist ein Nachbarort, aber. Ja, wie soll ich das erklären? Also da, wo ich eben war, wo die Tankstelle und das Hotel war. Ja. Da musst du quasi auf der anderen Seite raus und dann rechts abbiegen, schicken geradeaus und dann wieder rechts. Genau so hätte ich erklärt. Aber ich habe mich hin abschleppen lassen, ey. Diese Rumpferei da links, rechts, hoch, runter, das müsste blöd gewesen. Ach naja. Ich darf mir keinen Frachtschaden so. Also mehr. Also noch mehr Frachtschaden erlauben kann ich mir nicht mehr. Okay. So, ich bin jetzt auf der E70. Statt einwärts. Wo muss ich lang? Ja. Du siehst doch dieses Autobahnkreuz, was aussieht wie so eine Blume.
Du müsstest alle links runter, Dennis. Hier runter. Ach, da. Und da unten, in das Ding rein, da. Hier. Bei den ja. Fragezeichen, bei den beiden. Ja. Okay. Such mal näher ran, weil vielleicht, Ah, hier, ja. Mhm. Okay. So, da bin ich auch gleich. Ganzen Kilometer bezahlt mir doch keine Sau, oder krieg ich jetzt mehr Geld? du kriegst mehr EP-Punkte. Für jeder Kilometer sind EP-Punkte, die du halt hast. Ja, kann ich mir aber jetzt nicht allzu viel von kaufen. Ja, aber EP-Punkte kannst du dann hochleveln mit schneller. So, okay, von mir aus gehen wir weiter. Nee, jetzt bleibt er da stehen, bis ich da bin. Okay, Chef. Klapsen kann ich nicht alleine. Das ist doch nicht wahr. Von mir aus gehen wir weiter.